Okay, da wären wir wieder im Postamt. Dann willkommen zum neuen Part Deponia. Da haben wir ein Zifferblatt. Ja. Ersatzkatzen zur Schublade. Haben wir Zifferblatt. 1, 2, 3. Das meistverwendete Passwort ist falsch. Was könnte nützlich werden? Der Flammenwerfer. Ein Wir haben hier so eine Lochkarte. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Wenn ich durch die Löcher gucke, erkenne ich, dass dieser Zettel stinklangweilig ist. Warum habe ich ihn nicht auf der Poststation gelassen? Du hast ihn auf der Poststation gelassen. Du bist noch dort. Ja. Okay. Vielleicht reinstecken. Wenn ich durch die Löcher gucke, dass dieser Zettel stinklangweilig ist. Warum habe ich ihn nicht auf der Poststation gelassen? Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Ein Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code. Können wir mal ins Inventar. Ist doch nicht wahr. Schon wieder. Passiert das jetzt jede Folge? Den Zettel können wir das irgendwo mit. Können wir den Zettel irgendwo mit kombinieren? Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Okay. Ja, nee. Hier irgendwie. Ich kann die Ziffern nicht lesen. Ist das in der Switch-Version zu klein? Also 3, 6, 4, 9. Oder? 3. Also der erste
Die erste Zahl, die dritte Zahl, die zweite Zahl und die dritte Zahl. So sehe ich's. Die 1. Die 4. Das war die 5. Und die 3. Die 1. Die 4. Und die 9. Wenn ich richtig gucke. Das war wohl falsch. Okay. Die 3. Die 6. Die 4. Und jetzt die 9. Voilà. Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Hat ja prima geklappt. Ein Wippvogel. Aha. Nehmen wir uns mit. Den können wir gebrauchen und ich habe da schon eine Idee, wofür. Ah, ja, jetzt wird mir einiges klar. Da erschließt sich mir jetzt einiges. So, jetzt, wir haben doch hier, das habe ich doch vorhin gesehen, als Offscreen schon ein bisschen vorgespielt habe. Fehlt nur noch der Hörer. Da haben wir jetzt was zum Reden. Mikrofon. Fehlt nur noch der Hörer. Einen Hörer. Und wo wir den herbekommen, das weiß ich ja. Aber erstmal können wir doch, jetzt haben wir doch den Wippvogel und ein Kätzchen. Wie wär's denn, wenn wir das Kätzchen ganz genau. Katze auf der Tastatur. Ich wette, Ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Sie schnurrt so, die Katze. Na, wundervoll. Das Emblem können wir nicht rausnehmen. Hier ist Harvey auf dem Globus. Wer das noch nicht erkannt hat, falls ich das noch nicht gesagt habe. Nächster bitte! Ja. Und das nächste bitte, das lösen wir aus mit. Ganz genau. Ja, sehr schön. Esther, bitte! Hallo, Lotti. Hallo, Lotti. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Tja. Haben wir sie jetzt ruhig gestellt? Nee, haben wir nicht. Okay. Wie geht's denn dem? Esther, bitte! Ja. Esther, bitte! Dem geht's nicht so gut. Hallo! Esther, bitte! Ach, du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Esther, bitte! Was macht die Arbeit? Jetzt ist das Chaos ausgebrochen. Ja. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, auf der Waffe zu stellen, dreh ich durch. Das ist mein Zauber. Wenn noch eine Leitung blockiert wird, dreht er durch. Ist ja ziemlich. Ja. Ist ja förmlich entspannend hier. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Esther, bitte! Wirst du nicht mal... Ich muss zugeben, so langsam habe ich die Nase voll. Wenn da unten noch einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen,
ist bei mir der Sack zu. Wenn da unten noch einer auf die kommt zu funken, ist bei ihm der Sack voll. Ich geh dann mal. Mach das. Ja, das wäre dich. Wir müssen also irgendwo funken. Wo kann man noch funken? In der Stadt. Ja. Ich hab nen Plan. Hier kommen wir doch. Aber Dauerfunk? Notrufzeile. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja, ich bin's. Es geht immer noch um Toni. Die Notrufsäule ist nur zur Meldung von Verbrechen, Rufus. Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Ach, nee. Die ist nicht gestresst genug. Der kann auch ein bisschen Stress vertragen. Und wo finden wir Stress? Hier bei Toni. Wo sonst? Tonis Laden können wir doch bestimmt. Können wir da nicht irgendwo Krams? Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Nicht so. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Also mit dir können wir nicht reden. Hier gibt's nichts zu tun. Jo. Alles klar, Herr Kommissar. Also, wo jetzt hin als nächstes? Rathaus, die Gasse. Ich habe eine Idee. Ein Papagei. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Einfach mal. Schade. Nicht? Schade. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Schade. Ich habe Hunger. Netter Papagei. Ja. Und was macht ihr, wenn... Einen neuen Papagei. Verstehe. Schade. Ein Wunder, dass... Also nicht. Da ist Goal. Kontaktiere Cletus. Bin dabei. Das ist auch so schon langweilig genug. Kombiniere alles mit allem. Kätzchen. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen. Ja, okay. Hab verstanden. Na klar, funktioniert das Deinem jetzt. Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Muss er sich wohl einen neuen Vogel besorgen? Wir haben einen betäubten Papagei. Mach's wieder fit. Hey, du! Aufwachen! Doch, ah. Schnarchschnabel. Sehr gut, und jetzt haben wir einen Papagei. Ganz schön viele Tiere in unserem Inventar.
kümmerlichen Inventar zu eröffnen. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.